Okay, kann warten. Okay, hier, guck mal, Max. Oh, ich hab mir voll. Guck mal, ich hab mir meinen Finger gequetscht hier. Das tat voll wie mein Gott, beim Fußball. Ich dachte, das ist mir schwer zu erziehen. Nee, ich hab mir den Finger eingequetscht. Ah, shit, das ist schon drin, egal, passt schon. Hallo, ja, Leute. Ring hat mir gerade seine Wehwehchen gezeigt. Naja, passt schon. Alter, Martin, hör auf zu nerven. Ich hab ihm im Skype vorhin was geschrieben, als ich in den Stuhl gehe, erst auf Toilette war. Ich hab gar nicht gesehen. Ja, so, okay, hier ist der nächste Part, wieder mit Max, wie Yo, gesagt. Jo, moin. Angekündigt, ne? Und moin, moin. Ja. Diese Folge wird, wenn wir nicht zu viel rumtrödeln, wird das hier mit dem Arenaleiter noch passieren. Außer du verkackst, ne? Alter, ich hasse diese Steuerung, ne? Ich wie hasse... viele Bitches müssen wir noch klatschen? Zwei davon, ne? Ja, zwei Bitches. Und zwar hier. Das Bitches gesagt, Rinke. Meine. Meine Fresse. Die hier noch? Und ja. So, Max hat mir gerade einen super Vorschlag genannt, denn eigentlich bin ich so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mir nie Gedanken, was ich sagen werde. Ich improvisiere immer. Ja, aber weil wir jetzt hier zu zweit vor diesem Bildschirm sitzen, dachte ich mir, können wir mal irgendwas erzählen und das wollte ich selber mal irgendwie wieder selber wissen, wie Renko und ich uns kennengelernt haben. Vielleicht interessiert das ein paar von euch. Eigentlich nicht. Eigentlich interessiert es euch nicht, aber wir werden trotzdem jetzt drüber reden, ist uns egal. Soll ich es aufwecken? Ja, ich glaube schon. Der Arme schläft. Was hast du da eigentlich für ein Dings drauf, dass er sich im Hai, wie heißt das nochmal? Seegesang. Später ist es Überrest. Ja. Überrest ist besser, aber Seegesang, das habe ich mir nicht gecheatet, so das habe ich gefunden. Das ist cool. Okay, das ist nur Felsgrad, das darf geblockt werden. Ja, okay, ich fange mal, also wir wollen eigentlich mal anfangen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt mal reden? Nein. Oder willst du? Gut, dann fang du mal an. Du kommst nicht so weg. Nein, Spaß. Nein, Spaß, Rink. Ja. Guck mal, wie bitter das Viech ist! Jo. So sind die Pummeluft. So ein Pummeluft, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon in der ersten Klasse war oder noch nicht, oder auf jeden Fall ungefähr mit 6 Jahren, da kommt man noch in die erste, ne? Ja. Hab ich angefangen Fußball spielen bei. Darf ich das sagen? TSV Gotzorn. Ist hier halt ein Verein bei uns. Es war nicht am nächsten, doch war vielleicht an dem nächsten Mal. Ich weiß nicht, ich hatte davor schon mal einen anderen, aber da waren die alle 2 Jahre älter und deswegen war das nicht so toll. Bin ich halt irgendwie in diese Mannschaft gerutscht. Der Renke war da halt drin und noch ein paar andere, die ich jetzt halt auch, mit denen ich immer noch befreundet bin. Und dann, weiß nicht, wie ist das dann immer? Das ist schon so lange her. 10 Jahre her muss. 10 Jahre her! Ja. Muss man mal sagen. Ey, und warte, dazu muss ich gleich noch was sagen. Ja, reden wir weiter. Ja. Und dann, du weißt nicht, macht man da halt immer erst Probetraining. Meine Mutter musste immer mit dabei bleiben, weil ich richtig Angst hatte und so. Ich glaube, 40 Jahre oder so musste meine Mutter immer beim Training an. Aber ich glaube, das war wirklich so. Hat meine Mutter mir neulich mal erzählt. Also, das ist schon richtig lustig irgendwie. Ja, und weiß nicht, dann, die Mannschaft war halt richtig nett. Junge, Oh, bist du verliebt? Ja. Das ist. Ich glaube, das war eine Hand. Und dann nur noch eingeschläfert. Jetzt will ich mich trollen. Kannst du, wenn du jetzt irgendwo so ein Heilding ist, beide. Nein, nein. Oh, dann will Verliebung ich kann man nicht wegmachen. Dann mach tauschen. Doch, kann man mit einer Flöte, aber die Flöte. Ja, ich tausche mal raus. Auf jeden Fall bin ich dann halt in diese Mannschaft reingerutscht und bin dann halt da geblieben. Hab noch einen richtig, richtig guten Fußballer reingeholt. Der ist jetzt also Can, hier wirst du eh nicht sehen, aber hi Can. Der spielt jetzt. Wo spielt der? Hannover. Hannover, genau, ist so in so einem Sportinternat. Er ist einfach so gut. Er hatte auch Angebot von Bayern und so. Also, er ist wirklich voll der Kumpel. Ja, Max, du bist Boss, du hast ihn reingeholt und so weiter. Nein, das wollte ich nicht sagen, aber ich wollte einfach mal sagen, halt, John. Ich hoffe, ich sehe ihn irgendwann mal später. Das ist doch cool, wenn du so deinen Kindern siehst. Den Typ, mit dem bin ich in die Schule gegangen oder so, ne? Mit dem warst du auch richtig gut befreundet. Ja, das war in der Grundschule auch mein bester Freund. Und vielleicht kann ich ausgewechselt, shit. Können wir machen. Ah, ja, und dann. Aber am Anfang waren wir noch nicht sofort irgendwie befreundet. Nee, dazu wollte ich was sagen. Ja, dann sag du jetzt was. Ja, also das ging eigentlich so, wir haben uns dann eigentlich nur so beim Fußball gesehen und eigentlich auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so viel Kontakt. Es war halt so mit, ja, ignoriert. Ich glaube, ja, nein, das war irgendwie so mit eher so Geburtstag. Ich weiß nicht, bei mir war Geburtstag eigentlich so, ich lade eigentlich, habe so mit die meisten immer gleich eingeladen. Nee, das war das erste, die ersten 2 Jahre gar nicht. Nee. Vielleicht mal über Lukasen ja. Geburtstag. Aber dann weiß ich ganz genau, dann haben wir uns organisiert, weil halt ich Max über Fußballtraining kannte und wir beide halt eben dann aufs Gymnasium gekommen sind. Und das war halt eben so, muss man sich überlegen, erste Klasse bis Gymnasium, also fünfte Klasse. Ja, aber wir hatten schon ein bisschen Kontakt davon, glaube ich, oder? Nein. Nein? Nein, ich weiß es ganz genau. Das ist verrückt. Das ist richtig verrückt, denn wir hatten nur so, das war eigentlich nur so, wir haben uns eigentlich immer so unterhalten und so, aber eigentlich nicht wirklich so Kontakt. Und dann war es nämlich in der 5. Klasse, weiß ich, da warst du das erste Mal bei mir, ich glaube, ich war schon mal bei dir gewesen vorher, mal so. Aber es war dann irgendwie mal so, weiß nicht, so mehr oder weniger einmal und nie wieder. Und das hat dann ja nicht mehr gestimmt. Aber jedenfalls bin ich dann, haben wir uns dann irgendwie mal so in der 5. Klasse oder sowas, das haben wir uns das erste Mal getroffen, da weiß ich noch. Da waren wir noch in der Klasse. Da waren wir dann in der Klasse und dann haben wir. Oh, da habe ich ein bisschen gespuckt. Sieht
sieht man ja nicht, Renke. Wie der ganze Bildschirm wird so verschmiert. Nein, wie ein kleines Kind. Nee, aber dann haben wir uns irgendwie getroffen, haben wir Yu-Gi-Oh! War damals richtig in. Genau, das wir hatten ganz viele Yu-Gi-Oh! Ja. Dazu will ich auch noch was sagen, ich habe früher auch Grundschule Pokémon besucht. Ich hatte mehr als 5000 Karten. Und das. Egal, weiter. Und dann haben wir uns erstmal so getroffen. Und dann hat es angefangen, als ich die Command & Conquer gezeigt habe. Mhm. Oh mein Gott, wir haben es gesucht, das oh Spiel. Oh mein Gott, stimmt. Und dann kam 4Story und dann so genau, irgendwie... Genau, genau. 4Story kam dann. Und jetzt will ich aber das von BV erzählen, Mann. Ja. Dann... das war so, also wir haben dann halt so Command & Conquer, das... Ah, ihr weiter das jetzt. Das ist so ein Strategiespiel. Haben wir ganz viel gespielt zum Martin auch noch, ne? Ja, also Strategieaufbauspiel. Da konnte man online dann zusammen gegen andere spielen und so. Also das war wirklich geil. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht, habe ich mal wieder Lust drauf irgendwie, aber halt ein bisschen alt. Ich hasse dieses Viech. Oh, wir sollen kurz einen Cut machen, Max. Ja, mach kurz Cut. Merk dir, was du sagen willst. Ja, ich war gerade fertig mit Command & Conquer, so Leute. Dann halt 4Story, so ein Strategiespiel wie WoW, wer kennt, hat richtig Rollenspiel. Rollenspiel, genau. MMORPG, ja. Genau, ich weiß, aber kostenlos. Kostenlos, genau. Ja, okay, kostenlos, denke. Eigentlich kostenlos, sagen wir so. Ich weiß doch, wie er mir ganz wohl irgendwie mich angerufen hat. Ja! Martin, ich habe 50 Euro per Safe hier da geholt. Muss man ja mal sagen. Ey, damals, ihr wisst nicht, was ich für eine Angst hatte. Da! Aeroas. Ace lernt Aeroas. Ja. Checkst es. Und Leute, nochmal ganz kurz, ich bin ein bisschen gefailed. Ich habe letztes Mal, habe ich erzählt, dass Heracross Ace heißt, aber da ist nur Heracross. Heracross Ace hieß ein YouTuber. Und da habe ich irgendwie, daran gedacht. Letztes Mal hast du das erzählt. Ja, oder so, ja. Auf jeden Fall passt es nicht ganz mit dem Namen, aber trotzdem ist cool. Ja. Irgendwie mag ich den Ace-Feier, das passt irgendwie zu ihm, weiß ich nicht warum. Ja, sei gegrüßt, Mann. Ja. Der den Vorschlag gemacht hat. Ja, ich glaube, den kann er jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, aber er heißt doch so ein Befahr, den kenne ich auch. Nein, Ace war ja, ich meine aber Heracross. Achso. Gibt's nicht mehr. Achso. Weil da habe ich halt das mit dem Ace her, dass ich irgendwie das habe ich ja, das würde voll passen, aber nein. Genau. Nee, aber ja. Dann 4Story oder was? Genau, 4Story, ja, da müssen wir jetzt gar nicht so viel erzählen. Dann irgendwann war ich dann auch richtig im 4Story-Fieber. Ich war zuerst nicht so drin, aber Red hat mich dann irgendwann überredet. Ich war, als ihr so 4Story gezockt habt, war ich eher im MW2-Fieber. Da war MW2 gerade raus. Da habe ich ganz viel MW2 mit anderen Kumpels gespielt. Und dann haben wir uns auch nicht mehr so oft getroffen, aber trotzdem fast noch jede Woche. Muss man sagen. Ja, keine Ahnung. Und dann aber habe ich irgendwann auch, aber irgendwann wurde mir dann der Account gehackt und dann hatte ich gar keine Lust mehr. Ja. Und dann habe ich ganz lange gebraucht, um Max wieder zu MMORPGs zu führen. Ja, dann war ROM irgendwann, ne? ROM kam also dann Runes of Magic, Leute. Aber müsst ihr wissen, halt zwischen 4Story und ROM war dann halt einfach BFA drin. Genau, und das will ich jetzt erzählen. Also, die Phase. Also über Volk, oder? Oder Ralf? Ralf. Auf jeden Fall, also von Martin, kennt ihr ja auch, ist ja Renkes Cousin, wir sind ja die Bergstoffbasis zusammen. Ein Kumpel, Ralf heißt der, hatte irgendwie das Spiel gefunden, Battlefield Heroes. Das war gerade aus der Beta futsch raus, ne? Ja, das war ganz futsch raus, erst eine Woche oder so. Und ja, und dann hatte Volke, der wohnt dann auch hier bei uns in der Nähe, hat das auch irgendwie gespielt? Geh kurz zurück und heil. Ja, genau. Haben wir, ja, ist ja klar, für Trainer, ne? Und Speicher. Ja. Also, brauchst du gar nicht hier, oder? Nein, na, mach ich aber. Doch, ich speicher mal lieber. Wer weiß, was das ja. Viech dann doch. Ich Mann, weiß noch. Das ist doch das immer Ding. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann in der Schule immer drüber geredet. Dann war ich irgendwann mal bei Renke. Und das war noch, als wir noch einen Laptop hatten? Was? Als was? Als wir noch einen Laptop hatten, nur? Ja, ja. Also, Renke hatte so einen Laptop, ich war dann immer bei ihm. Und dann hat immer nur einer gespielt, der andere hat zugeguckt, haben uns immer abgewechselt, zum Beispiel bei Dota, nee, nicht Dota, jetzt fange ich schon Dota, wie heißt das? Das MMORPG schnell. 4Story? 4Story haben wir uns immer abgewechselt, also immer umgelockt. Ja. Aber dazu muss man aber sagen, dass wir dann im Nachhinein irgendwann gecheckt haben, weil ich hatte einen Laptop und meine Schwester hatte auch einen Laptop. Ja, genau. Und der Laptop ging dann erst irgendwie nicht wirklich in der, wir haben dann nicht gecheckt, dass wir auf dem auch noch spielen können. Genau, das ist genau der gleiche Laptop hatten die, das wollte ich gerade sagen. Und wir haben, oh, und dann haben wir irgendwann das gecheckt und dann haben wir halt immer parallel auch gespielt. Und warum habe ich das jetzt erzählt? Auf jeden Fall Battlefield Heroes und dann sitzen wir so hier bei Renke, gehen auf die Battlefield Heroes Seite, gucken uns den Trailer an, da wirft so ein Gunner, kickt so mit dem Fuß und kecken nach vorne und so und fliegen so auf dem Flugzeug und so. Und wir dachten so, oh, wie geil, wollten das so gerne spielen, haben es aber nicht geschafft zu spielen. Ja, wir waren so fail. Das Problem war, wenn man das erste Mal in Battlefield Heroes reingeht, dann drückt er automatisch auf Tutorial. Und wenn man auf Play Now drückt, so viel Englisch haben wir dann verstanden, muss man sagen. War das Problem, wenn ich mal kurz hier so ein Safe State hier kurz hin. Sieht man das da, aber egal. Mal dann auf den ersten wieder drauf. Das erste ist mir egal. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Hast du das jetzt alles weggemacht? Mhm. Fuck! Ich hasse mich! Ich habe aus Versehen auf Load gemacht. Die Aufnahme ist trotzdem noch da. Lassen wir das?
Sonst müssen wir alles nochmal erzählen. Wir haben noch kein Safe State gemacht. Gar kein. Nein. Oh mein Gott, Inke. Shit happens. Oh fuck, da muss ich jetzt nochmal durchspielen. Warte mal, Leute, ich weiß, wie wir das machen. Ich weiß nicht, ob Renke das okay findet. Also, wir haben jetzt die Tonspur. Wir machen das einfach so. Nein. Wir machen jetzt hier den Cut. Und dann spiele ich bis dahin wieder durch auf den anderen Safe State, da wo wir angefangen haben heute. Ja, genau, und die Tonspur nehmen wir aber. Nein, wir machen das Let's Play, machen wir einfach bis dahin, dann machen wir den Cut jetzt hier gleich. Und ach so, ah, okay. Und dann okay. Spiele ich bis dahin dann wieder okay, weiter genau. Und dann machen wir dann einfach. Genau, weiter das heißt, wir sind am gleichen Stand dann. Ja. Trotzdem Fail-Renke. Okay, Fail. Das heißt, wir können jetzt auch das Let's Play. Ich bin aus Versehen auf Load gegangen und nicht auf Safe, ja. Das ist natürlich echt scheiße. Das heißt, wir können das Let's Play jetzt auch nicht zu Ende machen. Und jetzt habe ich den Safe auf den gesetzt, aber egal. Ja. Weil wir haben noch 5 Minuten über. Okay. Okay, wir machen erstmal hier den Cut und dann. Oh mein Gott. Biggest Fail. Okay, wir sind jetzt hier vor der Arena leicht. Das ist so ein Übergang, ja? Ja. So, wir haben. Habt ihr gesehen, Renka hat richtig ein bisschen rumgefailt. Und wir haben jetzt kurz. Wie lange hast du gebraucht? Weiß nicht, 10 Minuten? 10 Minuten, weil wir mussten nicht die Stimmen nachmachen von den Personen. Wir mussten. Also, wir haben einfach schnell durchgespielt. Jetzt sind wir wieder da. Mein Gott, ey. Also für euch war es sozusagen nichts, für uns waren es 10 verschwendete Lebensminuten. Wollte ich gerade sagen. Unnötig. Nee, zuerst Pipi. Shit, ich hab. Aber das hab ich gemeint. Ich hab, ja. Ich hab das gemeint. Schanera, das wäre heftig gewesen. Aber ich hab Pipi gemeint. Ja. Okay, wir haben jetzt noch in diesem paar 5 Minuten. Und ich wollte noch kurz das mit Befall zu Ende erzählen. Ich hoffe, das war das. Das ist jetzt ein bisschen her. Für mich, für euch nicht. Auf jeden Fall waren wir dann immer in diesem scheiß Tutorial. Ja. Haben das immer gemacht und immer da zu diesen Rauchfahnen geflogen und what the fuck, was man da halt alles macht. Und dachten uns, Hauptsache ich triff 5 Mal. Wir wollen unbedingt dieses Spiel spielen, wissen aber nicht wie. Da oben rechts ist doch dieser gelbe, orange, fette Play Now Knopf. Und wir haben den nicht gesehen. Ja doch, wir weiß also nicht. Wir haben den schon gesehen, aber irgendwie haben wir nicht, wir haben jedes Mal, das hat sich nicht auf, das war immer auf Tutorial eingestellt und wir haben halt eben nur gesehen, ja Tutorial. Und wir hätten da schon raufklicken können, nur wir haben das nicht gecheckt. Ja. Wir haben das vielleicht gesehen, aber wir haben das nicht sofort irgendwie damit verbunden. Ja, das ist jetzt so zum Planer. Das Lustige daran war ja, dann habe ich einfach mal random an einem Tag, da war ich halt allein zu Hause, ich habe es nochmal probiert, also zum Laufen versucht zu bekommen. Und habe ich einfach mal dann irgendwie, ja, das machst du wahrscheinlich jetzt hässlich, aber ich wollte gerade sagen, das hat kein, aber das hat nicht diese, wer ist das? Link-Attacke. Also es gibt eine Fähigkeit, dann machst du immer 5 Mal. Mhm. Aber ja. LVP. Ja. Egal, red weiter. Da habe ich dann versucht, das zum Laufen zu bekommen. Und dann habe ich es irgendwie auch geschafft. Dann habe ich mal Martin angerufen, weil ich halt mit Martin auch spielen wollte. Genau, Martin hat das auch nicht geschafft. Und nein, das Lustige war, er war an dem Tag ja. War er bei Ralf und hat es zum Laufen bekommen, ne? Und ich sagte Martin, dem Penner, ja, warum sagt er mir das nicht, ne? Weil er kriegt's hin ja. Und sagt's nicht. Und ich musste selber erstmal rausfinden. Und, ja. Und dann am nächsten Tag, ich war verneidisch, erzählt mir seiner Schule, ja, ich habe das endlich zum Laufen gebracht, habe das schon ein bisschen gespielt, bin schon Level 4 oder irgendwas. Ja, irgendwie sowas war ich schon. Und dann, das hat so angefangen, nur Knips damit, ne? Nur ja. Knips damit 2 weiße. Nein, das stimmt nicht. Eigentlich ja. Stimmt, wir haben zuerst. Erst ja, hatten stimmt, wir. Wir haben uns Roy, Gunner, Roy, Soldier und da steht nur Roy, ne? Ja. Ah ja, by the way, jetzt erlernen wir es Ero, also weil es halt ein bisschen alles verschoben ist, das passt ja. Nicht ganz. Also, doch, macht auch Story. Ace Fire in Aeros. Also, Aero Ace. Also, aber wir haben höchstens bis Level 15 oder so gelevelt und dann sind wir nur noch auf Knipser mit 2 gegangen. Weiß nicht, ob, oder Knipser mit 1 bei Ranked, weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Ist ein Roll, der. Nee, kennt ihr noch nicht. Ist ein National Mando auf 30, haben wir den gemacht und wir haben nur den gespielt. Nur. Wir haben zu dritt immer auf den Hügeln gecampt und wir haben fast nur Buckingham Bay gespielt. Das war übel. Kack, wenn ich jetzt abkacke, ich habe kein Safe State vor dem Arena-Kampf gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt abkacke, müsste ich das normal machen. Da ist Muku an den Mülltank. An den Mülltank. Hat hier irgendwer noch Silberblick außer hier? Na ja, gut, dann muss ich es so probieren. Opfer doch erstmal eins. Nein, ich will nicht opfern, ich will die Alpha XP haben für das Viech, der muss doch auch Training. Ja, hä, die werden doch eh gewonnen, nur dass du nicht den ersten Hit hier bekommen hättest. Ja, juckt doch nicht. Ich mach einfach ein bisschen Silberblick, ein bisschen die Stats senken. Und Leute, dieses Viech, dieses Metern ist so eklig. Ja, also ihr werdet gleich sehen, warum. Ich werde es versuchen zu one-hitten dann. Sonst wird das Viech auch nochmal ausrasten. Ja. Und gleich aktiviert das auch wahrscheinlich Walzer. Und die Attacke, das wollte ich gerade. Ich wollte gerade ansagen, es hat noch Anziehen. Und ich weiß noch, Renke, letztes Mal, als wir das durchgespielt haben, hattest du ein weibliches und dich hat es nicht die ganze Zeit verliebt und mich schon. Und ich habe eine halbe Stunde länger gebraucht an dieser fetten Kuh. Ja. So. Naja, was hat noch Walzer? Das Problem ist halt eben, Walzer ist effektiv. Ich hau mal kurz einen Trank rein, sonst geht's. Walzer steckt einfach so krass hoch. Ja.
Alter, wenn man mit Walzern dann noch Metronom hätte. Metronom ist ein Item, das verstärkt Attacken, die immer wieder wiederholt werden. Dann machen die irgendwann mal das Ding Ultraschaden. Wenn auch Step drauf ist, aber gut, beim Mülltank ist nicht der Fall. Dann macht auch das Ding auch nochmal Schaden aus. So, Flammenwand muss treffen. Dann könnte es vielleicht durch Step und die... ich hab's ja... Ich weiß nicht, wie ist das Fachwort nochmal dafür, wenn man den... Wenn man Werte senkt? Ach, weiß ich doch nicht. Ich bin nicht so ein Suchti. Gibt's auf jeden Fall ein Dings... ein Wort für. Aber jedenfalls habe ich die Werte gesenkt, das heißt, könnte vielleicht sogar One-Hit werden. Außerdem bin ich halt eben 6 Level über dem Viech. Weil ihr seht ja die Zitzen von diesem Mehltank und das kann einfach an seinen eigenen Zitzen nuckeln und dann kriegt wieder Half-Life wieder. Ja, Kumu-Milch. Ja. Ach, shit happens. Ich muss nochmal den Trank einhauen. Ja, sorry, ich muss jetzt ein bisschen den Trank usen, also ein paar Potions, weil das einfach... Also einfach Kumu ist. Ja, das Viech nervt. Tut mir leid, ich werde es in den nächsten... Ich werde es halt in den nächsten Fights versuchen zu unterlassen, überhaupt keine Tränke einzusetzen, aber es muss sein. Weil diese Arena, die nervt einfach. Anziehung, dann dieses Viech. Jetzt werdet ihr ja sehen, entweder kommt Trank von ihr oder Kumu, ich aktiviere das gleich. Ich weiß nicht. Nein! Dort, sie hat nicht so wenig Leben, dass sie das macht. Okay, das ist Glück. Aber das heißt, bitte treff! Ja! Jawohl! Got it! So, passt, da passt auch vorbei. Hi, Faust. Ja, also jetzt habt ihr gar nicht, wie eklig dieses Viech sein kann, gesehen. Das ist schade. Nee, müsst ihr euch das Spiel kaufen, lohnt sich und selber mal gegen spielen, das ist eklig. Das ist wirklich das fängt eklig an zu heulen. Ich will mal ein bisschen länger, weil ich muss das Ganze hier... Also es heult so ein bisschen, ne? Genau. Und Leute, und bei jetzt Enkel... kann man nicht weitermachen. Das Lustige ist jetzt, muss man weggehen. Und dann noch... Nee, Rolauf nicht weg, sie hat ihren Beinanfall und... dann kannst du es... Die arme Bianca. Ja, natürlich. Ich hab Mitleid. Jetzt guck mal... Die haben gar nicht mitgelesen. Stimmt. Was ist... Was willst du denn noch? Willst du noch irgendwas? Ah, das lese ich vor. Du liest doch immer dich vor. Ja, gut. Tut mir leid. Nee, warte. Ich hab... Tut mir leid, das hatte ich vergessen. Hier, das ist der... Basisorden, den du so unbedingt wolltest. Ränke erhält den Basisorden. Da, 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 ja. Hat's wirklich den Kopf, oder? Ja. Oh. Dieses Grin. Das ist voll cool. Ich hab das noch nicht mal gehört. Bianca, der Basisorden erlaubt es dir auch außerhalb des Kampfes die Attacke stärker einzusetzen. Und hier, das gibt's gratis dazu. Oh mein Gott. No, hier, mal no gucken, jump. Soll das jetzt vielleicht so. Soll das hier vielleicht so eine Anspielung sein? Darin befindet sich Anziehung. Ja! Ja. Ja. Diese Attacke. Ah, das war jetzt bist du. Diese Attacke bringt den Charme deines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Ach, übrigens, in der Nähe des Nationalparks nördlich von hier wurde ein Wettkampfstadion eröffnet. Die Poke-Aktion, keine Ahnung, wie deinem Talent im Umgang mit dem Pokémon wäre es sicher nicht verkehrt, einen Abstecher dorthin zu machen. Abstecher! Kleinchen. Okay, reicht jetzt auch. Okay, das war's für heute. Wir könnten ja schon mal machen. Ja. Ey, Kai, für diese Folge war's dann erstmal. Ich sage ciao von den Bürgschaft Brothers. Und ich sag haut da rein von Mox und LP. Ciao.